Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Kapitel. Und weiter geht's mit Prison Architect hier auf dem Kanal. Oh, fängt schon gut an. Machen wir. Wir rufen alles ran, was geht. So, da kommen sie. So, wo ist der erste Trupp hier? Mit Rechtsklick schickt ihr die bitte dahin. So, der zweite Trupp, Angriffstrupp. Geht hier hin. Die Polizei. Schicken wir mal hier hin. Hier hin. Und hier oben hin. Die schicken wir hier hin. Und die mal dahin. Damit, falls sich einer verletzt hier vom Rettungsteam, dass sie dann eingreifen können. Oh, das brennt alles so nieder. Warte mal, ein Polizeitrupp müssen wir. Wo ist denn der? Hier hin. Warum schicke ich die jetzt gerade so kreuz und quer? Kann mir noch mal einer verraten? Ist mir auch wurscht. So, das ist gelöscht. Die Einsatzteams sind dabei. Wird schon werden, denke ich. Tag 30 im Gefängnis, ja, ist klar. So. Feuer ist gleich gelöscht. Ja, den Überlebenden kennen wir schon. Um den wird es sich auch handeln. Ja, muss es. Machen wir. Mach ich. Machen wir. Aber jetzt machen wir erstmal eine Müllzone. Wie das geht, habt ihr ja schon im ersten Video gesehen. So, dann brauchen wir. Wo ist die Krankenstation? Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Und dann reißen wir die ganze Chose mal ab hier. Weg. So. Die können nach Hause. Ich denke, die können wir auch wegschicken und nehmen den Anruf entgegen. Ja, wie ich beschleunige, weiß ich schon. Aber ich glaube, die Polizei kann auch erstmal weg. Ich glaube, das kriegen wir so im Griff. Hier stehen Wachen rum. Hier wird alles abgerissen. Alles im Schrott. Strom ist in Ordnung, Wasser ist in Ordnung. Das ist der Müllraum, hier ist die Anlieferung. Warum läuft die Sirene noch? Ach, bestimmt, weil die abrücken. So, wie viel Werte habe ich denn? Oh je. Ja, ganz müdes Personal hier. Na, hab ich doch. Weg. Los, alles wegreißen hier. So, die Küchentrümmer sind weg. Da habe ich doch. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Ja, der Müllraum füllt sich langsam. Aber die dürfen leider nirgendwo hin, die Jungs. Deswegen sind die so tierisch unglücklich. Das sehen wir hier oben. Das ist volle Kanne, weil das Feuer war und die nirgendwo hin können zum Essen. Dürfen nichts machen. 16 von 25? 17? Okay. 80 von 81 Häftlinge. Wir können aber schon mal... Nein, machen wir nicht. Wir gehen der Kampagne nach. Ich bin nicht voreilig. Ich werde es nicht machen. Wie viele Arbeitskräfte haben wir denn jetzt eigentlich? 31, okay. Müsste reichen. Oh, das, wir spulen mal vor. Gute Arbeit. Don Palermo, der alte Schwerenöter. Oh, kaum sieht er seine Familie, dreht ihm das Herz ab. Achso, ich sollte mal drücken.
Ich würde sagen, er glaubt's nicht. Die Familiengeschichte wird interessant. Gut. Ja, jetzt lass mich mal machen hier. So, dann legen wir jetzt eine Patrouille an. Müsste eigentlich reichen. Hoffe ich. Ja, das weiß ich. Ja, habe ich nicht vergessen. Gut, darf ich jetzt die Küche bauen? Supi. Ja, aber erstmal brauche ich die Grundmauern. Diese Küche wird etwas größer, liebe Leute. Nein, 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 nein. Und die Türen. Da ist er doch. Wird es hier eine Person Falltür geben? Dann zeichne ich schon mal die Kantine. Da kommt eine große Gefängnistür rein. Dann haben wir das schon mal laufen. So, links oben in der Leiste seht ihr ja, wie viel wir machen müssen, damit das fertig wird. Ach, Küche, okay. Geld haben wir ja noch auf dem Konto. Das kriegen wir schon hin. So, mal fertig hier. Der Raum ist fertig, den können wir zuweisen. Und zwar Küche. Dann gibt es jetzt erstmal Keramikfliesen hier rein. So, dann gibt es Objekte für die Küche. Dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5 mal ein Herd. Dann gibt es... Oh, warte mal, da muss ich mal näher ran. Scheiß nicht immer. Das ist eigentlich vorne. Hinten. 1, 2, 3, 4. Spüle brauchen wir auch noch.
Eins. Zwei. Drei. Dann brauchen wir noch Mülleimer. Eins. Zwei. Das war die Küche. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich versorgen. Seht ihr hier? So. Weg. Weg. Das kann weg. So, hier sind die Stromleitungen, aber die sind alle nicht mehr verbunden. Also verbinden wir den ganzen Fisselamengen wieder. So, hier machen wir das gleiche Spiel. Und hier ziehen wir auch noch Strom rein. Dann könnte das... vielleicht hinhauen mit unseren Stromleitungen hier. So, dann brauchen wir nachher Wasser noch. Aber dafür lassen wir jetzt erstmal fertig bauen. Den ganzen Shit. So, dann können wir das nachher besser anschließen. Wenn das fertig gebaut ist. Personal, 8 Köche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe mal ein bisschen mehr Personal eingestellt. Die Hausmeister und die Gärtner, die kümmern sich mal um die ganze Anlage hier. So, Wasser haben wir fertig. Dann können wir das anschließen. So, dann gehen wir von hier aus mit den kleinen Rohren hier rüber. So, hier oben brauchen wir Strom. Ich weiß nicht, ob der Anschluss für alle reicht oder ob ich einmal rum...